Moin! Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf unserer Lieblingsmap. Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch. Vierfach-Map. Oh, Kartoffelprodukte sind voll. Gut zu wissen. Erstmal bringen wir hier ganz wichtig. Leerpaletten zur Brauerei. Ohne Bier. Ohne Mampf kein Kampf, wie man so schön sagt. Oder ohne Mampf kein Dampf. Wenn man das ein bisschen pazifistischer ausdrücken möchte. Aber ihr wisst, was ich meine, ja? Schon mal zumindest ein paar Paletten da. Und da haben wir auch ein paar Paletten. Das heißt, die können wieder arbeiten. So, was wir jetzt machen ist, wir holen uns jetzt hier vorne erstmal Öl ab. Speiseöl. Ich habe hier noch nie, glaube ich, Kompost abgeholt, oder? Gibt es eine Folge, wo ich hier Kompost abgeholt habe? Ich glaube nicht. Öl ist auch voll. Also hier Diesel ist voll, meine ich. Können wir auch mal abholen wieder. Ach, Mann. Bringen wir das jetzt zur Kartoffelproduktion? Ja, aber bringen wir. Gehen mir diese Meldungen auf den Keks, ey. Echt. Es ist unfassbar. Ich habe hier noch so viel. Da kann ich das besser verkaufen. So, wo gibt's denn was? Pommes bei McDonald's wieder. Und wo gibt's Öl? Also Öl. Auch bei McDonald's. Zwar den schlechtesten Preis, aber hey. So, Pommes waren wo? War das hier vorne? War das der erste? McDonald's braucht Speiseöl. Hier können auch noch Leerpaletten her. Kartonpaletten. Auf jeden Fall. So, ab zu McDonald's. Ich will jetzt nichts mehr einlagern, ich will jetzt verkaufen. Ich will Geld verdienen, ich will vielleicht noch Felder kaufen. Was weiß ich. Wie sieht's da aus? Da produziert, ich hoffe doch. Boah,
Leute, geht mir einfach mal da nicht auf den Sack mit eurem Lieblingsgefangenen. Oh. Ja, das kommt nämlich davon, dann achte ich nicht mehr auf den Verkehr, dann stecke ich selber im Verkehr fest. Boah. Ist das ätzend. Hier auch gleich durch. Das glaubt man. Guck mal, die habe ich noch gar nicht im Betrieb. Die Druckerei. Auch krass, ne? So. Verpfeift euch, ihr Pfeifen. Muss ich das anders machen? Muss ich erst einmal hier vorfahren? Zack. Und wieder zurück. Und nein. So, Mann. Zu dämlich. Ich bin auch zu dämlich. So. Raus und weiter verkaufen. Dafür haben wir ja Leitplanken. Oh. Mann, Mann, Mann. Das eigentlich um 0 Uhr 17 Mittwochmorgen und ich bin am Aufnehmen und ich muss noch eine Folge. Muss aber auch mal irgendwann ins Bett. Ja, das wird wohl heute nichts mehr. Ja, ist wieder irgendeine Palette. Mindestens eine irgendwo. Was weiß ich wo. Was stehen da denn schon wieder fertige Paletten? Kann auch gar nicht sein.
Chips. Palette Aldi, Palette Eier bei Aldi. Chips auch bei Aldi. Ja, dann ist doch klar, fahren wir eben zu Aldi. Verkaufen da. Nützt ja nichts. Es muss weg, Leute, es muss weg. Wird nicht besser vom Rumstehen. Und jetzt nicht die großen Gewinne wie beim... Na, ihr wisst schon. Wie bei Bier oder Schnaps oder so, aber immerhin. So, hier gibt es dann nochmal mächtig Mais zu häckseln. Da seht ihr, die Dingens, da muss ich auch leer machen, die Käserei. Ziemlich auch voll bis oben hin. Ich möchte nicht wissen, wie es bei der Ketchup- und Mayo-Produktion aussieht. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Da steht noch eine Palette Pellets. Mal, da hinten ist Aldi. Ich könnte jetzt hier so quer durchfahren. Quer durchs Feld. Mache ich natürlich nicht. Aber könnte. Großes Feld. Da unten unser neues Feld. 30. Das müssen wir noch düngen. Eigentlich. Eigentlich noch düngen, damit wir da vernünftigen Ertrag rauskriegen. Oh, hier liegen noch Ballen. Upsi. Können wir hier eigentlich eben aufs Feld fahren und die Ballen holen? Was sind Schleudern gekommen? Sorry. So. Ich weiß gar nicht, was das für Ballen sind. Müssen wir mal gucken. Ich glaube, es sind 1,50er Ballen. Ist der Hopfen jetzt... Oh. Hey, Leute. Das war's für heute. Für Mittwoch. Morgen 10 Uhr wieder eine ganz normale Let's Play-Ausgabe, so wie heute. Und um 16 Uhr
geht das Match Experience gegen Friesenjungen weiter. Eine weitere Runde. Mal gucken, wie spannend das wird. Ob es denn spannend wird, weiß es nicht. Man steckt da nicht drin, ne? So. Ich muss mal eben hier wieder umstellen auf Paletten. Was auch immer ich jetzt gedrückt habe, aus Versehen. Wir machen jetzt eben hier die Käserei frei, dass sie weiter produzieren kann. Ich verkaufe. Alles da. Wieso wird denn da vorne nichts produziert? Ach so, ich weiß warum. Ja klar, du. So, Frischkäse und Käse. Kriegst du auch nichts für. Frischkäse bei Edeka. Normaler Käse. Bei McDonald's. Naja. Auf, würde ich sagen. Ich muss mich gleich mal um den Hopfenabfahrer kümmern. Ruckel. Ja, der Optum darf im Verkehr feststellen, das ist klar. So, und du darfst da auch hängen bleiben, ja, ist auch klar. Die Paletten 90 Grad drehen würde, würden glaube ich auf jeden noch mal vier mehr drauf passen. Hier wollte ich ja noch gar nicht rum. Jetzt will ich gleich mal was ausprobieren. Bin ja ein Fuchs. Das geht. Es ist wahrscheinlich ein bisschen weit, oder?
Oh, ist natürlich cool, wär, wenn das gehen würde. Es geht. Ich werde bekloppt. Ah, wie geil. Herrlich. Herrlich. Das macht die Sache dann natürlich total leicht. So. Ach so, ich wollte mich um den Hopfenabfahrer kümmern. Der, glaube ich, hier irgendwie immer rumfährt und nichts mehr los wird. Das ist zwar ein Arschlochkurs hier, aber... Hallo. Ist jetzt durcheinander. Dann fang am ersten Wegpunkt an. Geht's. Ach so, ach, wir überziehen hier vollkommen. Ey, Leute, ich habe vergessen, hier aufzuhören. Stopp, stopp, stopp. Danke fürs Zuschauen. Kommt morgen wieder, 10 Uhr. In diesem Sinn, sag ich ciao.